Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Es ist der Traum schlechthin von vielen Kindern und Jugendlichen, einmal YouTube-Star im Leben zu sein. Aber was passiert tatsächlich hinter den Kulissen? Das verrät uns heute der Vater eines YouTube-Stars. Oscar ist sogenannter Vlogger, also Videoblogger. Der 17-Jährige produziert jede Woche mehrere Videos für seinen überaus erfolgreichen YouTube-Kanal. Hier setzt er seine lustigen Ideen um, testet skurrile Artikel, kocht fantasievolle Gerichte oder macht einfach kreativen Quatsch. In einem seiner beliebten Videos mischt er zum Beispiel jede Menge Haargels zu einem zusammen und Hunderttausende schauen ihm dabei zu. Das Ganze ist nicht nur Spaß, sondern ein Fulltime-Job. Dabei geht Oscar eigentlich noch zur Schule. Oscar ist einer der erfolgreichsten YouTube-Stars, die wir in Deutschland haben. Und sein Vater ist heute bei mir. Herzlich willkommen, Tobias Bücklein. Freut mich sehr, dass du da bist. Und wir bleiben gleich beim Du, weil wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Lieber Tobias, jetzt haben wir gerade ein Video gesehen von deinem Sohn, welches ja wirklich auch durch die Decke gegangen ist. Er hat rund 450.000 Follower. Die Idee, verschiedene Haargels miteinander zu mixen, auf die Idee ist er nicht mit dir gekommen. Ja, das stimmt. Das war sein eigenes. Genau, also er probiert einfach gerne Sachen aus. Das ist auch sein Motto, ein bisschen so stellvertretend vielleicht auch für die Kids seiner Generation, Dinge auszuprobieren. Gar nicht unbedingt als Experte, sondern einfach auch mal schauen, was passiert in dem Fall, wenn ich alle Haargels, die es bei einer Drogeriemarktkette zu kaufen gibt, zusammen mixe. Das Erstaunliche ist ja, dass solche Themen ja auf eine unglaubliche Reichweite stoßen im Internet, bei YouTube. Wie kannst du dir das erklären? Naja, also ich denke, YouTube, wenn man es mal genau anschaut, befriedigt ähnliche Bedürfnisse wie früher bei uns von Sitcoms oder Serien. Es gibt einfach Protagonisten, die den Leuten gefallen, die sie gerne beobachten, wo sie auch gerne zum Beispiel dann auf Instagram so ein bisschen sehen, was sie so jeden Tag machen. Das sind natürlich die modernen Medien. Und der Inhalt, ja gut, man muss natürlich sagen, je krasser, desto beliebter. Insofern ist der Oscar mit solchen Sachen wie Haargels zusammenmixen eigentlich sehr zurückhaltend. Also da gibt es wesentlich wildere Sachen. Lass uns mal hinter die Kulissen blicken. Ich habe es vorhin in der Anmoderation gesagt, es gibt tatsächlich viele Kinder und Jugendliche, die unbedingt mal YouTube-Star sein wollen, weil sie dann populär sind und weil sie ganz, ganz viel tolles Geld verdienen. Ist es tatsächlich so? Also das mit dem Geld, das verschieben wir vielleicht nochmal. Also dass es ganz toll ist, es ist vor allem ganz toll viel Arbeit. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und das vergessen auch viele. Der Oscar macht das seit der, na gut, also Filme macht er schon ewig, aber er ist seit er 11 ist, macht er regelmäßig Videos auf YouTube. Was heißt regelmäßig? Einmal die Woche bis täglich. Phasenweise hat er Daily Vlogs gemacht, was man natürlich nur in den Ferien eigentlich wirklich machen kann. Auch dafür muss man, glaube ich, auch als Zuschauer erst ein Verständnis entwickeln, weil so ein Video braucht ein paar Stunden zum Drehen, ich sag mal 2 bis 4 Stunden zum Drehen. Und wenn man es in der Qualität macht, wie der Oscar das macht, naja, 4, 6 bis 8 Stunden zum Schnitt. Das ist ein richtiger Job im Prinzip, den du als Kind oder als Jugendlicher nebenbei machst. Dann ist ja auch noch die Schule. Wie kriegt man denn das unter einen Deckel? Indem man Prioritäten setzt. Also klar, der Oscar ist jetzt seit vielleicht 2 Jahren, macht er YouTube wirklich dann auch professionell, ist in einem Netzwerk, also verdient schon Geld, muss man auch sagen, für das, was er arbeitet, hat auch Werbekooperationen, wir reisen viel, er hat ja auch gedreht, das ist dann außerhalb von YouTube, aber für ARD-Projekte und auch für Sat.1 was gedreht, was jetzt übrigens im März gerade rauskommt. Aber diese Sachen neben der Schule her, ja, da ist dann teilweise eher die Schule neben YouTube her. Sag mal, aber wie ging denn die ganze Geschichte denn eigentlich los? Seid ihr irgendwann mal am Wochenende am berühmten Frühstückstisch gesessen und Oscar kam um die Ecke und sagt, ich mache jetzt meinen eigenen Kanal drauf und werde reich? Also reich werden ist nie der Punkt gewesen.
Ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum es dann geklappt hat. Ich glaube, die, die damit reich werden wollen, die verlieren zu schnell das Interesse, weil die so einen langen Atem haben die dann nicht. Ich kann ja nicht mehr genau sagen, wie es losgegangen ist. Ich weiß nur, dass der Oscar schon früh Filme gemacht hat, davor schon Theaterstücke. Mein Vater ist mit seinen Enkeln immer in den Schwarzwald gefahren, in den Ferien, und hat denen einfach so ein Umfeld zum Kreativsein gegeben. Da kam dann immer irgendwie ein Theaterstück raus. Später, als es die erste Videokamera gab, kamen dann kleine Videos raus, und dann irgendwann hat der Oscar gesagt, ich will jetzt auch mal was so auf YouTube stellen. Und da man das ja in seinem Alter damals noch gar nicht konnte, musste er mich dann auch einweihen und meine Frau. Und dann haben wir das gesagt, okay, wir haben die Sachen natürlich vorher angeschaut, aber warum nicht? Und so ging das mal los, ich glaube vor ziemlich genau fünfeinhalb Jahren. Man muss natürlich auch über Erfolgsrezepte sprechen. Mhm. Es gibt viele, die da ihre Versuche unternehmen, und man muss auch sagen, noch mehr, die dann kläglich scheitern. Was tatsächlich Erfolgsrezepte sind bei YouTube, mhm, und was auch hinter den Kulissen passiert, denn nicht alles ist schön. Darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Mein Sohn ist YouTube-Star, sagt mein heutiger Gast, den ich schon seit langem kenne. Lieber Tobias, Oscar hat rund 450.000 Follower bei YouTube. Lass uns noch mal kurz über das Geld sprechen. Ist YouTube-Star zu sein lukrativ und erstrebenswert? Ich sag mal, wenn man Spaß daran hat, wirklich Videos zu machen, wenn man Spaß daran hat, ja, für Leute ein Vorbild zu sein, eine Projektionsfläche auch, wenn man nichts dagegen hat, dass man oft ganz bescheuerte Kommentare kriegt, dass man viel Neid bekommt, Hate, wenn man damit umgehen kann, wenn man durchhält und regelmäßig bereit ist, das alles zu tun, dann ist es auch schön. Und mit dem Geld, sage ich jetzt mal, die reinen YouTube-Geschichten in dieser Kategorie sind, man kann nicht so genau sagen, was man bekommt. Das hängt davon ab, zu welches Thema, zu welcher Jahreszeit man postet. Aber wenn man das auf den Stundenlohn runterrechnet, ist es eigentlich nicht lukrativ. Lukrativ kann YouTube vor allem dadurch werden, wenn man diese Reichweite, die man aufbaut, dass einen so viele Leute kennt, noch anderweitig ausnutzt durch Werbekooperationen, durch Testimonials. Man hat ja den direkten Kontakt sozusagen mit dem Kunden. Und du hattest gerade gesagt, das ist nicht immer schön, was die Kollegen da draußen so alles posten und an Kommentaren geben. Was heißt das ganz genau jetzt, wenn man Papa von so einem YouTube-Star ist? Gut, also insgesamt ist es so, das hat nicht mal mehr was mit dem Alter zu tun. Ich habe ja selber auch einen Kanal und ich kriege auch Kommentare und ich wundere mich einfach immer, das wissen auch die Fernsehkanäle, wo kommentiert wird, die Leute, die hauen Zeug raus, die denken nicht groß drüber nach, die haben immer eine Meinung und so. Aber was ein bisschen schwieriger war, als der Oscar so vielleicht 14, 15 war, dann war halt sehr, sehr, sehr viel Hate. Also Hate ist richtige Hasskommentare. Ja, häng dich auf, Schimpfworte, Hurensohn, egal. Also die kann man dann auch alle blocken, aber letztendlich, die Leute sind dann irgendwie enttäuscht oder sie beschimpfen einen dafür, dass man was macht, was ihnen nicht gefällt, wo ich jetzt sagen würde, ja, dann schaut es halt nicht an. Aber es gibt tatsächlich Leute, die gezielt Dinge schauen, die ihnen nicht gefallen, um sich dann darüber zu beschweren. Und das in einer sehr vehementen Weise machen. Das ist dann sicherlich unter 3-4% der Zuschriften, aber da bin ich so wie mein Sohn auch. Das sind die Sachen, die halt hängen bleiben. Und das bedeutet, ja, ganz klar, und man blockt dann auch die Leute. Schreibt ihr dann auch mal zurück und sagt, ey, was soll denn das jetzt eigentlich? Und man setzt sich inhaltlich auseinander oder versucht man das einfach nur zu ignorieren? Ja, also bei meinem eigenen Kanal, ich habe ja jetzt auf YouTube nur 6.000 und 22 auf Instagram, da schaffe ich das ab und zu noch persönlich zu reagieren. Das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, vor allem noch als Erwachsener, weil die manchmal plötzlich so, hups, da schaut ja wirklich jemand, was ich tue. Viele weichen dann zurück, relativieren das, was ich ganz gut finde. Bei Oscar ist es halt so, das sind von Anfang an dann, als er erfolgreich wurde, so viele gewesen, auch insgesamt Kommentare, da machen sich die Leute auch kein Bild. Der kann das nicht beantworten, das kann niemand beantworten. Also wir haben teilweise, sie weggelöscht oder gemeldet. Also sagen wir mal, alles, was jetzt eine Kritik ist, irgendwie eine sachliche Kritik, bleibt stehen. Aber alles, was in Richtung Homosexualität oder Homophobie geht, diffamieren und so weiter, das melden wir direkt. Was ist denn nun tatsächlich das Erfolgsrezept, um bei YouTube eine hohe Reichweite zu erzielen? Die Ungewöhnlichkeit der Inhalte?
Oder muss man den Algorithmus kapieren, der von Google dahinter steckt? Ja, der Algorithmus, das wäre eine eigene Sendung. Das Problem an dem Algorithmus ist, glaube ich, dass ihn niemand kapiert, selbst der Algorithmus selber nicht. Der stresst nur alle wahnsinnig, weil letztendlich das Problem ist, wenn du nicht regelmäßig zu einer bestimmten Zeit denselben Inhalt immer wieder hochlädst, dann wirst du bestraft sozusagen. Das heißt, aus meiner Sicht ein kreativfeindlicher Algorithmus. Also das wäre tatsächlich, wenn man denn den richtigen Content produziert, auf jeden Fall ein Erfolgsrezept, jeden Tag zur selben Zeit immer dieselben Inhalte zu posten. Das würde der Algorithmus sehr schätzen. Ansonsten sage ich mal, du brauchst sicherlich eine bestimmte technische Umsetzungskraft, die darf nicht fehlen. Du musst vor allem, glaube ich, sehr dranbleiben. Also das vergessen die Leute immer, dass der Oscar das einfach seit sehr langer Zeit wöchentlich oder täglich oder im Moment alle 3 Tage ungefähr macht. Und das halten die wenigsten durch. Ich kritisiere oder ich stelle kleine Kanäle vor auf meinem Kanal, um mal kleinen sozusagen eine Bühne zu verschaffen. Und da stelle ich einfach fest, ja, wenn du 2-3 Monate was machst und hast immer nur noch 80 Abonnenten, dann geben die meisten auf. Abschließende Frage, was würdest du den Eltern da draußen empfehlen, deren Kinder auch ein YouTube-Star werden wollen? Unterstützt die Kleinen oder lass es lieber gleich sein? Also das ist eine Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken und als solche kann man das ja probieren, genauso wie Klavierspielen oder eine Sportart. Warum nicht? Man kann dabei sein, würde ich sagen. Den Eltern würde ich empfehlen, sie nicht das alleine zu machen, sondern sie zu begleiten, sie in diesem Interesse wahrzunehmen und zu unterstützen. Und den Rest sieht man dann sowieso nach ein paar Wochen, Monaten. Was wird Oscar nach seiner YouTube-Karriere machen? Wisst ihr das jetzt schon? Dazu müsste man erstmal wissen, wie lange YouTube überhaupt so da ist. Ich denke, er wird schauspielen wollen. Das hat er auch schon begonnen und eben auch schon verschiedene Sachen gedreht. Ich denke, dass er, wie man so sagt, Entertainer im Bewegtbildbereich sein wird. Wir sind gespannt und werden das selbstverständlich weiter verfolgen. Herzlichen Dank, Tobias. War schön, dass du hier warst. Ja, danke dir. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit bei Chefsache. Wir sehen uns wieder, genau in einer Woche. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.